So, Rastula zum Gruße. Heute geht es um Rastuls Atem. Und zwar wird in diesem Band beschrieben die Wüste Kom, die Echsenwüste und der südliche Rastulswall. Es handelt sich dabei um die Regionalspielhilfe Nr. 3 für DSA. Wurde immer wieder Zeit für eine neue Folge. Die letzte ist ja vor Mittwoch. Mein Beilunker Reiterkollege Fayamus hat sich da schon beschwert. Ja, er hat aus lauter Verzweiflung schon die letzte Folge geguckt, wo es eigentlich nicht um DSA ging, sondern um Hellfrost. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Ja, also das geht nicht. Deshalb jetzt schnell die nächste Folge zu Rastuls Atem. Blättern wir das Ding mal auf. Also, auf geht's. Es geht dabei natürlich... So, im Schwerpunkt geht es um die Novadis um die Achas, die Echsenwesen oder die Echsenmenschen von Aventurien. Zunächst wird natürlich erstmal ganz allgemein ein Überblick über die Region, über die beschriebenen Regionen verschafft. Und dann wird nochmal regelseitig auf Reisen in der Wüste und Besonderheiten in den Sumpfen eingegangen. Mit ein paar, hauptsächlich mit Zufallstabellen, die ganz brauchbare Ergebnisse ausspucken. Also da kann man nicht viel von sagen. Was mir beim erneuten Durchblättern vorher Folge nochmal aufgefallen ist, die meisten Bilder in dieser Regionalspielhilfe sind ziemlich schwach. Ich mag sie nicht. Also das ist nicht schön. Also diese Karten, die sind wie immer ganz brauchbar. Hier geht's jetzt, hier haben wir jetzt natürlich das Geschichtskapitel gerade aufgeschlagen. Da gibt es dann Karten über den, wie sich die Gegend so entwickelt hat. Da sind da verschiedene Verbreitungsgebiete von einigen Stämmen oder von Königreichen eingezeichnet. Das ist ganz okay. Die Wüste Kom ist ja auch geschichtlich ein ganz zentraler Ort in Aventurien. Ich glaube, ich brauche mal wieder hier das Spoilerschild. die Wüste Kom war ja der Ort, von dem aus Pyrdakor, der riesige Gottdrache in der Urzeit von Aventurien, geherrscht hat. Beziehungsweise damals war das noch ein Dschungelgebiet und hieß Cetar, das er dann komplett, nachdem Pyrdakor verloren hatte, in eine eigene Globule versetzt wurde. Und so entstand dann eben die Wüste Kom. Also das ist das, was dabei rauskommt, wenn ein Landstrich in eine Globule versetzt wird. Eine riesige Wüste, die dann hinterher von einem komischen, verdrehten Wüstenvolk bewohnt wird. Das sollte man nicht allzu oft machen. Okay, sehen wir mal weiter im Text. Also, genau, dann geht natürlich das Geschichtskapitel nochmal ganz explizit ein. Genauso wie auch die Geschichte des Diamantenen Sultanates nochmal. Das überschneidet sich dann auch mit der Folgespielhilfe natürlich zu dieser Gegend ein bisschen. Aber, mein Gott, das kann man verschmerzen. So. Ja, Kom-Krieg nochmal wird beschrieben, das ist ja somit der erste größere Konflikt, die erste größere Kampagne, die es für DSA überhaupt gab. Dieser Krieg zwischen den Novadis und Al-Anfa. Ja, dann nochmal eine Kurzübersicht und dann wird ein Überblick über das Setting gegeben, über das Sub-Setting in Aventurien, Wüste und Sumpf. Da wird dann nochmal beschrieben, wie funktioniert Orientierung, allgemein Klima und Wetter wird nochmal beschrieben. Worauf muss man achten bei der Kleidung, wie sieht das mit der Wasserversorgung aus, was hat es mit den Karawanen auf sich, ja, ganz gut. So, und dann wird auf die wichtigsten Orte der Novadis eingegangen, hier in herausragender Stellung natürlich die Oase Keft, quasi die Heimat der Novadis, wo sich ihr Gott Rastula zum ersten Mal gezeigt hat und seinem auserwählten Volk die 99 Gesetze offenbart hat. Ja, insofern ein ganz, ganz wichtiger Ort für die Novadis, mitten in der Wüste Kom gelegen. Hier haben wir dann nochmal eine ganz witzige Zufallstabelle für Zufallsoasen. Ja, es gibt ja nicht nur die beschriebenen Oasen in der Kom, sondern auch noch ein paar andere. Und hier kann man dann ganz schnell improvisieren und sich seine Oase auswürfeln. Mit Besonderheiten, mit wo sie liegt, was das für eine Oase überhaupt ist. Ja, ob das... ob die eine Wasserquelle hat oder nicht, was das für eine Wasserquelle ist und so. Ja, dann geht es weiter. Nochmal, Unau wird natürlich beschrieben als Ort der wichtigsten Gelehrtenschule, Rechtsgelehrtenschule. Hier werden die 99 Gesetze ausgelegt und erweitert und so weiter. Ganz im Sinne Rastulas wahrscheinlich. Ja, gut.
Wer weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Naja, von den Novadis, vielleicht erfinden die ja auch irgendwann Sprengstoffgürtel oder so. Ja, dann kommen wir natürlich nochmal zu Seelem, auch eine ganz wichtige Stadt in der Gegend, an der Grenze zu den Echsensümpfen gelegen. Der einzige Ort in Aventurien, wo Echsenmenschen, die Achas, und normale Menschen aufeinandertreffen können in Aventurien, so regelmäßig. Ja, also das ist auch hier an dem Bild ganz gut zu sehen. Also das ist der einzige Ort, wo Achas und Menschen nebeneinander her leben. So, dann wird hier nochmal die Echsensümpfe darauf mit eingegangen. Araristan, eine eher afrikanisch angehauchte Savannengegend, die aber natürlich viel, viel zu klein ist, lächerlich klein. Und insofern einfach ignorieren. Da fährt man einfach besser mit. Man muss nicht alles in Aventurien einbauen. Und sowas gehört da überhaupt gar nicht zu. Ja, dann gibt es noch ein paar weitere Orte, natürlich. Keshal Rondra wird auch nochmal beschrieben als Heimat der Amazonen. Bekommt einen, meiner Meinung nach, eher zu kleinen Absatz. Aber gut. Nerwet haben wir hier natürlich immer mit ein paar Stadtkarten drin, auch für den SL, damit ein paar wichtigen Orten sind da markiert. Sieht man das? Ne, ich muss, glaube ich, nochmal in die Kamera, wenn das da sind. Da sind so ein paar Zahlen, die wichtige Orte markieren. Ja. So, und dann wird auf die Novadis nochmal eingegangen, ganz speziell. Dann nochmal diese hübschen Kulturtafeln, die ich ja immer noch sehr mag. Ich glaube, das sage ich in jeder Folge, wo es in die grünen Wände geht. Ich mag diese Kulturtafeln, ich finde das toll. Ich sage es auch hier gerne nochmal. Also ja, wie ticken Novadis? Das wird hier nochmal beschrieben. Ganz gut sogar, man bekommt einen sehr schönen Eindruck davon. Auf alle wichtigen Lebensbereiche wird eben eingegangen. Und dann werden die 13 Stämme der Novadis nochmal ganz kurz beschrieben. So ein Format, also das ist dann ein ganzer Stamm, ja, hier in dem Fall die Beni Kassim. Und in diesem Format hätte ich mir zum Beispiel auch die Waldmenschenstimme gut vorstellen können. Ja, und nicht irgendwie, dass man da 5 Seiten für jeden Stamm verschwendet. So, dieses Format, das ist ganz wunderbar, dann auch immer mit diesem schönen grauen Absatz, die Beni Kasim zum Beispiel jetzt im Spiel. Ja, was, lieber Spielleiter, sollten Sie da als Besonderheit achten, wenn Sie diesen Stamm benutzen im Spiel? Das ist klasse. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, dann nochmal Tulamidia, wird als Sprache nochmal vorgestellt und Schrift. Waffen natürlich, Kriegsführung, Wirtschaft, Handel, damit man da einen Eindruck von hat. Wissenschaft und Magie, gut, ist jetzt bei den Novadis nicht so mit der Wissenschaft und der Magie. Ja, die sind da eher, man könnte schon fast sagen, Praios, glaube ich. Auch wenn mir dafür mal von einem Novadi die Hand abgehakt werden würde. Wie sieht der Novadi die Welt? Also dieses, ja, ich nenne das immer die Klischee-Ecke in den Büchern. Ich mag es nicht sonderlich. Hilft nämlich keinem weiter, ja, weil da einfach nur Stereotype vermittelt werden. Das ist meiner Meinung nach langweilig. Ja, Glauben und Gesetz natürlich ganz, ganz wichtig bei den Novadis mit den 99 Gesetzen. Und dann nochmal Zeitrechnung, Kalender. Samt dann nochmal hier, wo man dann sieht, weiß gar nicht, kann man das so? Ja, kann man. So, also das ist eine Karte, wo die einzelnen Stämme, die vorgestellt werden, verteilt sind, wo die leben. Ja, ganz wunderbar. Währung, ne, ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Das ist übrigens auch so eine Abbildung, die ich meine. Die ist einfach nur fürchterlich. Ich muss hier ein bisschen aufpassen mit dem Kabel, das ist ein bisschen blöd. Aber solche Bilder, bitte, das ist einfach, das ist doof. Und sowas zieht sich durch den gesamten Band. Das sind einfach blöde Bilder. Tut mir leid. Also das Buch an sich ist toll, aber die Bilder, echt, kannst du total vergessen. Außer die Kulturtafel. Die sind toll. So, dann kommen wir zu den Flerkinas. Das sind quasi die Barbaren in diesem Subsetting Kom. Ja, die ersetzen auch so ein bisschen die Orks. Ja, das sind blutgierige, ganz archaische Gesellen, ja, die dann mal aus den Bergen herabsteigen und ein paar Überfälle starten und so. Das ist, ich weiß, jetzt wird mir bestimmt wieder vorgeworfen, oh, fiese Stereotype, blablabla. Aber im Grunde ist es so. Diese Funktion erfüllen sie. Das machen sie auch gut, das ist auch interessant, genau eben wie bei den aventurischen Orks. Ja, das ist nicht nur Schwertfutter, man kann da mehr rausholen, die sind mit mehr Tiefe versehen, das ist ganz klar. Aber letztlich sind es doch eben die fiesen Gesellen, die im Gebirge hocken und Probleme machen. Ja, das ist auch okay, mein Gott, muss es auch geben. Ja.
So, werden auch nochmal vorgestellt. Ja. Mit ein paar ausgewählten Stämmen auch. Auch hier wieder, ne, mit diesem grauen Kasten. Der und der Stamm im Spiel. Wie verwendet man den am besten? Was sind die Besonderheiten? Ganz klasse. So, und dann kommen wir zu den Achas. Ja, das Extant-Menschenvolk Aventuriens. Ich habe Achas lange, lange Zeit nicht gemocht. Ich habe gedacht, boah, diese ganzen Tier-Menschen-Scheiß, ja, der soll doch bitte zurück nach Myranor. Was heißt zurück? Die Achas waren ja nie in Myranor, aber das soll doch bitte alles nach Myranor verfrachtet werden. Inzwischen bin ich der anderer Meinung, inzwischen mag ich die Achas wirklich sehr. Die sind schön in Aventurien eingebettet. Und dass sie da, dass es sowas in den Echsensümpfen eben gibt, da kann ich inzwischen gut mit leben. Ich mag die Kultur, ich mag die Geschichte der Achas. Ne, ja. Auch da wird natürlich nochmal drauf eingegangen, bei den Achas. Ne, wie ist das mit dem Stoffwechsel, Sinne und Wahrnehmung? Also man kann sich da dann richtig gut in so einen Achas hineinversetzen. Weil man wirklich einen guten Eindruck davon bekommt, wie funktioniert das so, wenn man sich alle halbe Jahre mal häutet, zum Beispiel. Oder wenn der Geruchssinn ganz anders funktioniert als bei Menschen. Ja, großartig, toll. Ja, natürlich, Sprache wird vorgestellt, Zählsystem der Achas wird vorgestellt, das funktioniert nämlich auch wesentlich anders. Hier sieht man das nochmal. Ja, Kleidung bei den Achas jetzt nicht ganz so wichtig, wird aber auch nochmal erwähnt, wozu Kleidung bei den Achas gut ist. Ja, Nahrung natürlich, wie wird mit dem Tod eingegangen. Und dann werden ja auch nochmal die Stämme vorgestellt oder ein paar ausgewählte Stämme von Achas. Genau, so, und dann gibt es natürlich einmal die archaischen Achas, also diejenigen, die dieser alten Hochkultur der Achas noch anhängen. Und die Stammesachas, das sind eben die, die diese alte Hochkultur, ja, ich sage mal, verloren haben, beziehungsweise den neuen Lebensumständen angepasst haben. Und ja, und dann werden nochmal, es gibt noch ein paar andere Rassen zwischen Rastungswahl und Seelengrund, und wie zum Beispiel Krakonia, Marus, ein paar Trolle gibt es sogar, und Leviathanim, wird alles beschrieben, nochmal ganz kurz, weil es ja auch nicht so viele sind. So, und dann kommen wir zu den Persönlichkeiten der Region, und ihr ahnt es schon, nach diesem Kapitel geht es dann zu den Mysteria et Arcana. Hier noch ein, wenn man das sieht, eine Kuriosität, ja, ein Achas Boron Geweihter. Konnte ich mich auch lange nicht mit anfreunden, muss ich sagen. Aber inzwischen mag ich es doch. So, dann ja, hier eine der besseren Abbildungen. Ein Achas reitet auf so einem Triceratops oder so. Ja, genau. Ja, genau. Und dann Mysteria et Arcana Kapitel. Hier dann auch schon mit einem Abschnitt über Pyrdakor und den Drachenkulten, die da ja verbreitet sind. Ganz klar. Sitar wird nochmal darauf eingegangen, was es damit auf sich hat, was man so finden kann. Mit ein paar Plothooks, die geliefert werden. Wirklich schön. Dass man da hinterher so eine Drachenchronik draus stricken muss, ist dann nicht so schön. Aber nur gut. Ja, ich werde des Westerns ja nicht müde. Okay, ja. Also die Plotlogs, die im Großen und Ganzen geliefert werden, sind wie immer ganz gut. Da gibt es keine Ausreißer nach oben, leider auch keine nach unten. Vajrat wird nochmal, da wird nochmal ein paar Zeilen dran verschwendet. Was heißt verschwendet? Also ein paar Zeilen für genommen, um das vorzustellen. Kommt natürlich wesentlich ausführlicher in Edvards Wogen. In der See. Meeresspielhilfe von DSA. Das war der erste blaue Band, den ich mir zugelegt habe, und ich habe es nicht bereut. Den werde ich sicherlich auch nochmal durchblättern. Ja. Genau. So. Draconia natürlich ist auch im Rastungswald zu finden. Da wird auch nochmal auf zwei Seiten vorgestellt. Und dann nochmal. Ah, hier haben wir dann nochmal die Professionsvarianten, die sich dann in zukünftigen grünen Bänden nicht mehr finden werden. Ein Glück, weil ich brauche wirklich keinen Hüttenbauer, keinen Mattenflechter und keinen Holzschnitzer. Echt nicht. Naja, gut. Ja, Empfehlungen zur Vertiefung des regionalen Flairs. Ja, also wieder die Literatur-, Film-, Musikliste. Ja, Index. Und dann folgt nochmal Werbung. Das übernehme ich jetzt, die Werbung. Und ja, und dann natürlich die Karten, die will ich ja auch nochmal kurz
in die Kamera halten. Ja. Schön wie immer. Gibt es nicht zu mäkeln. Erstmal die Farbkarte natürlich von der Gegend. Dann haben wir nochmal einen Stadtplan von Meerbeet hier drin. Und einen Stadtplan von Unau. So. Und dann haben wir es. Dann sind wir durch. Das war's. Super. So, habt ihr schon wieder eine Folge. Es werden sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr Folgen. Ich denke, morgen wird es schon wieder eine neue Folge geben. Ich habe da noch einen Plan. Aber warten wir mal ab. Genau, so sieht das ganze Ding von hinten aus. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, nicht seid, sondern wart. Ja, bis denne.